Ja, Mahlzeit, willkommen zurück hier. Ja, ich laber einfach nicht viel weiter. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, was ansteht. Nämlich Seeschlachten. Und, oh, da kommt jemand aggro. Nicht wirklich gut, aber hey. Vielleicht sollte ich das wieder automatisieren. Also das ist ja. Oh, das Am war besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja? Ja. Ich habe zwar noch nie einen Affen in einem Negligé gesehen, aber. Boah. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Verdammt, darauf haben viele eine Antwort. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Scheiße. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Tja. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Scheiße. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Okay, okay. Aber kann ich die Kiste Krautsalat behalten? Was soll ich denn mit einer verdammten Kiste Kraut? Ist jetzt wieder leer, komplett? Leer. Dann fürchte ich wohl, müssen wir einfach den Speicherstand laden und kaufen uns mit dem bisher erworbenen Geld eine bessere Kanone. Bessere Kanone. So, Kenny. Schon wieder da, Mister? Ja. Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Piepglut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Die Ouch Master, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massaker und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Destructomatic T47. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht? Okay. Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massaker. Tja, der... Ich nehme die Schmerzspender 2000. Tja. Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Kenny hat den Weg in die Stadt mit diesem großen Haufen Kanonen versperrt. Ja, die Sache ist halt die, ich habe jetzt zwar, aber ich habe auch kein Geld mehr. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Was? Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ha
Bei Haaren in der Suppe bestehe ich immer auf Minderung. Oh. En garde! Touché! Ich liebe Bademäntel aus Frottee. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier! Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich hab grad keinen. Neuer Versuch. Runter von meinem Deck, du Seegurke! Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Das kann man dass ich nicht lache! Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich zittere. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich hätte meine Stadt nicht am Vulkan gebaut, wäre ich der Gründer von Pompeji. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Tja, da habe ich aber nichts Besseres drauf jetzt, ne? Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Ach doch. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ich zittere. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du stinkender, modriger, drecksgesichtiger Freibeuter. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Sehr gut. Wir speichern einfach mal sicherheitshalber. Dann gehen wir mal direkt an den nächsten, ne? Voilà. Großes, böses, weißes Schiff. Alter, Leute. Das war knapp. Komm schon. Sorry, ich war total in den Wind. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. En garde! Touché! Bist du zufällig auf LSD? Himmel bewahre! Für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Okay. Aber kann ich mein Exemplar von Strömungen und Windverhältnisse der See von B. Streibgut dritte Ausgabe behalten? Nun, da ich bereits die vierte Ausgabe habe, okay. Ich überlege gerade, hatte ich es geschafft? Ja, ich hatte es, glaube ich, geschafft, ne? Oder? Gegen den Typen zu kämpfen? Okay, komm, wir reden mal mit ihm und verkürzen das Ganze mal ein bisschen. Haggis? Ja? Ich glaube, ich hätte jetzt gerne das volle taktische Kommando. In Ordnung, Jungchen. Wir geben dir eine Chance. Schwierige Seeschlachten, wie gewünscht. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich, dass er das wieder... Haggis? Abhakt, ja? Das Thema Seeschlachten. Ich bräuchte hier nochmal Hilfe. In Ordnung, Jungchen. Einfache Seeschlachten, wie gewünscht. Ich befürchte, ich könnte von der Tinte eine Bleivergiftung bekommen.
Gucken wir mal, kann ich jetzt die nächste Waffe kaufen oder ist das Musik? Schon wieder da, Mister? Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Besiegen, damit ich auf die nächste Stufe komme. Ich nehme die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Mama! Ja, komm. Jetzt sind wir wieder pleite, da kann man das mal versuchen. Wo ist er denn? Dein Schatz und ich lasse dich leben. Nein, ich nehme deine Beute. Hab keine. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich zittere. En garde, touché. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Das passt natürlich nicht. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich zittere. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmopp. Ich wollte ihn sowieso nicht. Wir haben Beute gemacht. Sehr gut, dann tauschen wir das jetzt direkt wieder ein gegen eine neue Kanone. Ja, langsam. Schon wieder da, Mister? Mühsam ernetzt das Eichhörnchen. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massaker. Eine Mr. Massaker? Kommt sofort! Mama! Schauen wir mal, ob wir den auch klein kriegen hier. Oh ja, auch. Mr. Massaker. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Das ist mal eine Nase. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Vorher werde ich dich in Ketten legen. So. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ja, ich fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Metier. Warst du schon mal am Bodensee? Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Ich bin lernfähig. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her! Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr! Nochmal. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Arr! Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht ins Separé. En garde! Touché!
Oh, das ist ein solch übles Klischee. Was haben wir denn noch? Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Okay. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Bla bla bla. Sieben, dass man mich das da. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Wieso hat er mich jetzt gesehen? Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Für mich, wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, schauen wir mal. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Zeigt die Einnahme der Arznei bereits Auswirkung? Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Doch, bla bla bla, Atemspray. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Wieso ist denn... Gib mir deinen Schatz. Schatz? Das verstehe ich nicht. Das ist super ungerecht. Ich schicke ihn rüber, er schickt mich zurück und besiegt mich. Du bist also ein Pirat, sagst du. Das musst du beweisen, sage ich. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht ins Separé. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, trügest du bei zu meiner Erheiterung. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich nur mein Portemonnaie. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Okay, hast du das schon wieder? Gib mir deinen Schatz! Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich hab grad keinen. Das ist schon echt nicht ohne. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Das wirst du noch bereuen.
So. Du bist hässlich, du bist blöd. Tja. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Mein Mienenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Gib mir deinen... Runter von meinem Deck, du Seegurke! Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Kaffee. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Na sowas. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, trügest du bei zu meiner Erheiterung. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ich wünschte, alle Straßen wären schon asphaltiert. Gib mir deinen Schatz! Schatz? Ich dachte, ich hätte vielleicht eine realistische Chance. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Spannendes Video heute. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Zumindest hat man meine identifiziert. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Ja, was Neues. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Blablabla, liege ich neben dir. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Hmm.
Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Wieso? Ach Mann, ey, ich check's nicht. Warum braucht der mich nur zweimal? Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Zumindest hat man meine identifiziert. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Gib. Der kommt doch immer nur mal wieder mit was Neuem um die Ecke, ne? Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ich zittere, ich zittere! En garde, touché! Oh, das ist ein solch übles Klischee. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Bla bla bla, desinfiziert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Oh, mir fällt gerade auf. Ich habe gar keine Kopfhörer. Daher könnte der Sound ein wenig doof sein. Versuchen das mal spontan. Zu beheben. So. So wenig. Ich bin dran, ne? Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. So schade, dass das hier niemanden tangiert. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Das sind wahrscheinlich die Zauberkopfhörer. Naja, so, wir holen uns mal eben schnell hier die ultimative Megakanone. Schon wieder da, Mister? Die auch der Herr Röchel. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Destructomatic T-47. Mister, Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie durchschritten. Mama! Genau. Geil. Maximale Feuerkraft. Ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Gemetzelverteilungssystem mit automatischem Nachladen und Faxmodem. Faxmodem? Nein. Ich spare meine Munition besser für die Schlacht. Ich würde mal behaupten, das Fax hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ist eigentlich nur noch mehr so ein Gag. Also ich glaube, in Japan wird es tatsächlich noch benutzt. Recht viel sogar. Habe ich mal gehört. Wie viel Wahrheit dahinter steckt.
So, so. Sieh mal einer an, wer da auf mein Deck gespült wurde. Oh, jetzt gibt's Saures. Du hast so viel Sexappeal wie eine Croupier. Ach du Scheiße. Das ist einfach komplett was Neues. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Du bist eine Schande für deine Gattung, so dilettier. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Wurdest du damals von einem Schwein adoptiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Ja. Es mit mir aufzunehmen, gleicht einer Odyssee. Okay. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Ah. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Haché. Oh Gott. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Auch nicht. Meine Güte. Und jetzt runter von meinem Boot, bevor ich dich auf der Insel der ungeschickten Zahnarzt-Elferinnen aussetze. Ja, Leute, ich bleib eisern. Brauchst du noch eine Tracht Prügel? Ich bin wegen meiner Karte gekommen. Das könnte amüsant werden. Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Imponiert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Durch meine Fechtkunst bin ich zum Sieger prädestiniert. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Haché. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Nein, hatte ich das nicht gerade auch schon? Du hast so viel Sexappeal wie eine Croupier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Bist du das? Es riecht hier so nach Jauche und Doom. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ich lasse dir die Wahl. Erdolcht, erhängt oder guillotiniert. Bücher gehören meines Erachtens illustriert. Guillotiniert? Ist das vielleicht das mit dem Desinfiziert hier? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert.
Sacre bleu! Ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen. Du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut. Ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an. Keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Wir haben die Karte wieder. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Der Barmann, die Diebe, seine Tante und ihr Liebhaber. Das klang jetzt fast nach. Puh, ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wo ist die Lane? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Dann lasst uns gehen. Wir suchen sie. Und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Ja, und ich lasse ihn jetzt auch in Ruhe. Naja, ich werde noch weitere Folgen aufnehmen. Aber wir machen jetzt eine Pause und demnächst geht es dann weiter. Also was heißt eine Pause? Also jetzt ist für heute die Folge vorbei und beim nächsten Mal geht es weiter. Ganz normal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es bleibt so spannend. Jetzt sind wir auf Blood Island und haben auf jeden Fall dieses blöde Thema Seeschlachten hinter uns gelassen, worüber ich eigentlich ganz glücklich bin, weil das zog sich ja doch ein bisschen. Ja, wie gesagt, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.